Chad, wisst ihr, was ich gestern gemacht habe? Ich lag im Bett gestern, ich konnte nicht pennen, ne? Was macht man, wenn man im Bett liegt und nicht pennen kann? Richtig? Man öffnet TikTok. Und dann gibt es auf TikTok eine Livestream-Sektion. Da kann man sich TikTok, also auch so über Swipen, kann man sich Livestreams angucken. Bro. Und also ich habe zwei, drei Sachen gesehen, die ich tatsächlich recht unterhaltsam fand. Ich gedacht habe, okay, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung. Oder auch Leute, die sich einfach nur unterhalten oder so. Aber ich bin da irgendwie in Streams geslidet. Also, ich verstehe erstmal viel von diesem Prinzip nicht, was man da auch machen kann alles. Aber dann gibt es da... Die laden immer wieder sich gegenseitig ein oder laden irgendwelche Leute ein, um aber gar nicht mit denen zu reden, sondern um zu sagen, hey, yo, wir haben aber Beef miteinander, wir prügeln uns demnächst. Dann sagt er, nee, und dann sagt er, ja doch, ja, ich komme zu dir, ich hau dir auf die Fresse. Und dann verlässt einer wieder den Stream, dann laden die jemand anderen wieder ein. Er sagt, ja, der andere redet in seinem Livestream gerade schlecht über dich. Der beleidigt deine Mutter und jetzt will er dir auf die Fresse. Und ich denke, das, also. In was bin ich da reingeslidet, ne? Und dann. Und Chat, warte mal, ich glaube, ich habe einen Screenshot davon gemacht. Habe ich. Und dann kamen ASMR-Streams. Und dann sitzt, no joke, was ich euch jetzt erzähle, ich habe einen Screenshot davon gemacht. Dann sitzt da eine, die hat so ein ASMR-Mikrofon, ja? Und vorher hat sie so ganz normale Dinge gemacht, wie die ASMR-Leute halt auf YouTube oder auf Twitch halt auch machen, ne? Irgendwie so rumgedingst und sowas. Pass auf, sie holt Frischhaltefolie raus auf einmal, out of fucking nowhere holt sie Frischhaltefolie raus. Kleidet ihr Mikrofon in Frischhaltefolie ein. Und du denkst erstmal, what the fuck, ein richtig unangenehmes Geräusch. Dann holt sie Rasierschaum raus, eine Dose, und sprüht ihr Mikrofon mit Rasierschaum voll. Und wenn du jetzt denkst, das war's, war's nicht, sie holt dann den Rasierer raus und chat no fucking shit. Dann fängt sie an, warte, und sie rasiert ihr Mikrofon. Sie rasiert einfach ihr Mikrofon. Ich musste das screenshotten. Ich weiß nicht warum, aber ich habe das irgendwie. Ich musste das unbedingt screenshotten. Weil ich noch nie jemanden gesehen habe, der auf einer Social Media Plattform sein Mikrofon in Frischhaltefolie einkleidet, um es mit Rasierschaum zu rasieren. Aber, also, es gibt auch gute. Ich habe einen per Zufall gesehen, so ein übelst durchtrainierter Dude, der irgendwie im Sicherheitsdienst arbeitet und nur der hat halt Langeweile abends auf der Arbeit und dann fährt er den ganzen Abend Fahrrad auf TikTok im Livestream. Ne? Ist aber ein mega, mega sympathischer Dude, so, der sich selber nicht so ernst nimmt. Keine Ahnung, finde ich lustig. Also, unterhält mich. Er ist einfach 7 Meter breit und sitzt abends auf TikTok auf seinem Fahrrad, während er im Sicherheitsdienst arbeitet. Aber, also, da, also du swipest da durch und du siehst Dinge, Alter.
Da tun sich halt teilweise ganz weirde Abgründe auf. Ich bekomme die amerikanischen Verfolgungsjagden auf TikTok. Ja, aber ja nicht live, oder? TikTok ist komplett an mir vorbei. Ich verstehe die Plattform on noch nicht so ganz. Solange wir Leute anständig Geld damit verdienen können, ist alles möglich. Aber also ich glaube, mit TikTok verdienst du nicht viel Geld. Grafik mal benutzt auf KW, alles von Cybermax querbeet hochgezüchtet, sein Urgroßonkel. Ja, das hatte ich letztens schon mal. Warum kann das Fahrzeug nicht ausgeparkt werden? Mahlzeit, Valeska. Hallo, Ryan. Du sag mal, ich frage jetzt schon das zweite Mal den Garagenwärter nach meinem Porsche und er sagt mir, er kann mir den nicht ausparken. Weißt du warum? Hast du den vielleicht in irgendeine Garage gestellt? Nee, eigentlich nicht. Wo stehst du denn? An der Church-Garage gerade. Ich komme mal kurz vorbei, ich bin nämlich nicht mehr lange da. Okay, ja, alles klar, bis gleich. Bis gleich. Oder? Hä, aber wenn die Bullen denn hätten, würde ich das nicht. Dann wird das so. Wenn die Bullen den hätten, wird er mir doch sagen, dass der den gar nicht hat, oder nicht? Kannst du dir mal sagen, dass ich den vielleicht einfach auspacken dürfte? Ja, warte. Ja, hab ich. Der 918. Aber er würde mir sagen, dass er den nicht hat, wenn der bei den Bullen stehen würde, oder? Ja, glaub schon. Boah, danke für 18 Monate. Morph, dankeschön für 11, vielen Dank. Hat er denn, Sonnenkrieger, danke für 8. Auf seiner Liste, die er da in der Hand hat, hat er denn da ein Ausrufezeichen davor gemacht? Nein. Dann keine Ahnung. Gauss, danke für 29. Crispy, danke für 34, vielen Dank. Zwifter, danke für 3 Monate. Ich habe nämlich, glaube ich, anscheinend keinen Schlüssel mehr für den Wagen. Hast du Schlüssel neu gemacht? Weiß ich nicht. Doch, ich kriege ja die Benachrichtigung, egal ob die Map an oder aus ist. Er sagt, Fahrzeug konnte nicht ausgepackt werden einfach. Also, wenn die Map an ist, bekomme ich die gleiche. Ah ja, gut, dann steht er halt da drin. Gibt es irgendwas Neues? Habe ich irgendwas verpasst? Nee. Du warst heute nicht so lange da, ne? Ich glaube, ja, Alessio war heute auch nicht da, glaube ich. Ja, das ist richtig. Okay. Ja, Bennett ist heute auch nicht da. Das einzige Neue ist, Rabe hat sich heute bei mir gemeldet. Ja, der hat mir auch um 15 Uhr oder so eine SMS geschrieben. Da hatte ich natürlich mein Handy noch aus. Habe eben versucht, ihn anzurufen, aber kann ihn nicht erreichen. Ja, hat er dich auch nur nach seinem Auto gefragt? Nee, der hat mir geschrieben, alles im Lot, alle am Leben.
Bei mir hat er gefragt, ob ich weiß, wo sein Auto rumfliegt. Na, ne. Okay. Gut, aber das heißt, heute wahrscheinlich wird sowieso ruhig, ja? Ja, gehe ich schon aus. Also, ich habe jetzt noch nicht mit Gordon geredet. Mhm. War gerade ein bisschen länger in der Apotheke. Aber der ist anscheinend unterwegs. Der ist gerade am Telefonieren gewesen. Ich weiß nicht, ob der noch was Neues hat. Ich hoffe, der mal nicht fragen, wo der ist. Weil, also, wenn heute ruhig ist, mache ich heute sonst einen Couchtag. Kommt mir ganz gelegen. Ja, also, Bennett ist heute nicht da. Alessio ist nicht da. Ich bin gleich weg. Ich habe ihm beschrieben, dass er mal anrufen soll. Aber ich nehme mein Auto, lass mal zur Macebank-Demonstration, die hier am scheiß Parkplatz rumstehen. Dönerdienstag. Stimmt, heute ist Chat. Es ist Dönerdienstag. Es ist einfach so, ne? Zeit. Ahoi, Ryan. Wo steckst du? Gerade auf dem Weg Richtung Meeting Point. Treffen wir uns an der Meeting Point. Okay, bis gleich. Bis gleich. Gut, ich habe für dich schon mitgekauft. Nein, Gordon ist jetzt hier. Ach so, okay. Ich hoffe, er meint mit Meeting Point nicht den Haufen Idioten da drüben. Ah, nein, ja, ist so. Mahlzeit. Ahoi. Nur kurz, heute ist Dönerdienstag. Gibt's irgendwas Neues? Steht irgendwas an oder ist alles ruhig? Weil dann knall ich mich nämlich sonst heute auch aufs Sofa, glaube ich. Dönerdienstag gibt's nicht mehr, weil eigentlich alle da sind. Ja, also, außer Bennett, Alessio und Valeska. Außer, ja, Valeska steht da hier. Der ist jetzt gleich weg. Valeska ist gleich weg. Ach so, okay. Ich habe eine SMS und einen Anruf von jemandem bekommen, der sich noch bei dir entschuldigen möchte. Bei mir? Ich wollte nur Hallo sagen. Ahoi, Anni. Hallo, bei dir. Anni. Hallo, Ryan. Hallo, Nico. Hallo, Gordon. Wie geht's? Nee. Ganz gut, ganz gut. Warum, bist du, so, Freundin warum bist du so knapp angezogen? Weil mein Tattoo noch heilen muss und das ist schöner, wenn das Bein nackig ist. Wenn du meine Tochter wärst. Dann hätte ich dich doch doppelt so lieb. Würde ich dich in eine Decke einwickeln. Warum? Die antackern. Es ist voll warm. Das ist viel zu freizügig. Ja gut, also ich sag dir jetzt nicht, in welchem Auto ich hier bin. Ich gehe jetzt, glaube ich, lieber einfach. In welchem Auto bist du hier? Was glaubst du? Ich denke Knutschkugel. Ja, wahrscheinlich sind es schon so das komisch hässliche Pinke da vorne. Genau. Was nicht meins. Das ist nicht meins, nicht mehr. Das ich hab's verschickt. Pass auf dich auf, Anni. Mach ich. Euch noch einen schönen Tag. Tschö. Wer will sich entschuldigen? Lucius Solomon. Hä, was? Ich hätte jetzt gedacht, der Dulli von dem komischen Möchtegern-Kartell, der sich noch melden muss. Der hatte sich gestern bei mir noch gemeldet zwischendurch. Das okay. Hab ich wieder vergessen, weil der wollte die 50.000 bezahlen. Hat er sonst noch was gesagt? Nö, er wollte die 50.000 bezahlen und sie heißen jetzt The Serpents.
Lucius Solomon wollte sich bei dir entschuldigen. Das ist der Angelladen-Dude, der hier am Meeting Point über die Fahrschul-Thematik rumgeplaudert hat. Da kommt er jetzt drauf. Ja, der war eine Woche nicht da wegen einem familiären Notfall anscheinend. Deswegen war der... Also, der wollte sich da schon entschuldigen, aber der musste dann los und das war irgendwie kurz bevor du kamst, vor einer Woche, und ist jetzt seit heute wieder da und wollte sich bei dir auch noch entschuldigen, weil er wusste ja nicht, wer du bist und hat nichts mitgekriegt und ja, dumme Entscheidung getroffen. Also egal, wer ich bin oder um wen es da geht, es ist halt grundsätzlich dumm, das zu tun. Moment, war das der so im weiß-schwarzen T-Shirt? Richtig. Ja, der über den wir noch über zwei andere Quellen mitbekommen haben, dass der ja, zu stimmt, den Cops rennen ja. wollte? Ja, der wollte damit auch zu den Cops rennen, stimmt. Das war der, wo du kamst und gesagt hast, der stirbt heute, ja. Aber da war er nicht mehr da. Ja, das bei den Cops sollte eigentlich vom Tisch sein, zumindest laut Aussage Garcia, wobei da ja halt die Frage ist, inwieweit wir dem überhaupt vertrauen können oder nicht. Mhm. Das, weil er uns in der anderen Sache ja definitiv Scheiße erzählt hat. Also, weiß ich nicht, ob das jetzt vom Tisch ist oder nicht. Ja, da gibt's übrigens auch noch eine Sache. Ich habe eine Akte wegen Tankstelle. Nicht bezahlter Tankstellenrechnung. Ja. Die kann allerdings anscheinend nur über FIB geschlossen werden. Was? Eine Tankstellenrechnungsakte, die nur übers FIB geschlossen werden kann. Es wird Zeit, dass Steinfeld aus dem Urlaub zurückkommt. Warum haben die nicht gesagt? Naja, der sagte, da muss sich jemand vom FIB drum kümmern, ist aber auch jetzt gerade keiner da, dementsprechend meldet sich jemand bei mir. Das war vor einer Stunde. Das hier ist nicht er. Okay. Er wild. Sehr wild. Okay. Ja, ist der denn da, der Typ, der sich entschuldigen will? Der ist da, ja. Weißt du, wo der ist? Gerade noch mit dem Telefonier dazu geschrieben hast. Ja, vermutlich am Angelladen. Na, dann ruft den Mann nicht an und wir fahren einfach mit zum Angelladen. Was mit den anderen? Sind die anderen da? Zwei von uns sind auf jeden Fall schon da. Die stehen gerade unten bei Onyx. Da muss ich auch noch hin, tatsächlich. Beim Rest müsste ich durchrufen. Pass auf, du wolltest ja gerade sowieso hier irgendwas machen, oder nicht? Ich wollte mein Auto waschen, was ich jetzt schon getan habe. Okay. Weil zu Onyx muss ich tatsächlich sowieso noch. Onyx ist doch der Dings hier, der Druckerladen, oder nicht? Mhm. Ja. Weil der mit mir noch sprechen wollte. Und dann fahren wir danach mal bei dem Angeladen vorbei und gehen da mal guten Tag sagen. Dann fahre ich noch eben kurz mit einer Onyx. Ich bringe meinen Wagen mal eben kurz dann weg. Ja, alles klar. Eine Sache wäre tatsächlich noch, Ryan. Macy veranstaltet in zwei Wochen eine Fight Night. Und ich sponsor dafür einen Pounder, als für den S-platzierte Team. Mhm. Ich bräuchte da deine Erlaubnis, dass ich das vielleicht mit einem SPS-Talk Werbung drauf machen und steigern könnte. Ja, sicher. Aber stellen einen anderen Pounder dahin, sodass sie denken, die gewinnen den ganz normalen. Und wenn der Gewinner feststeht, fährst du den anderen weg und holst den mit meiner grinsenden Fresse raus. Ja. Okay. Komm, wir fahren mal runter. Ich sammle euch jetzt unten bei Onyx ein. Ja, kurz. Ich muss mit dem Brimstone kurz reden. Wegen dem Auftrag. Der ist zurückgezogen, der hat sich erledigt. Was, welche? Wartet mal kurz. Was gibt's? Täppchen. Hallo. Ach, wegen dem, ja, okay. Ja. Got it.
Ja, wir haben ansonsten, habe ich eine Sache, wo wir auch nochmal drüber sprechen wollen. Ja, Gordon ist ja so gesehen für Anatoli der Zwischenvermittler, mit wenn wir nicht erreichbar sind und so, wegen Bestand. Gordon hat allerdings eine andere Liste, wo dann im Endeffekt ja, wieder was im Bestand war, was gar nicht mehr da ist, was so gesehen dann auch schon irgendwie vermittelt wurde. Ja, dann gib ihm doch eine richtige Liste. Ja, zu der richtigen Liste kann ich nicht einladen, weil das alles Steinfeld mit Freischaltung macht. Und was soll ich da machen? Ja, wie wir da jetzt vorgehen, ob wir ihn da zuholen sollen oder ob wir das jetzt... Warte, bis Steinfeld da ist. Müsste der jetzt nicht auch bald sogar wiederkommen? Der müsste jetzt Anfang nächsten Monat dazu kommen. Ja, ja, siehst du, ja, wie gesagt, ich wollte das jetzt einfach nur abklären, weil es damals hieß, eigentlich macht das nur Alessio, dann wurde ich ja damit reingezogen und jetzt ist Gordon da auch irgendwie teilweise drin. Erklär das am besten mit Steinfeld, sobald der wieder da ist. Weil das jetzt auch so ein bisschen durcheinander gegeben hat, deswegen wollte ich einfach mit dir darüber sprechen. Yes. Aber also ich wüsste nicht, was dagegen sprechen würde, dass Gordon da mit Einblick hat. Okay. Einblick wäre ja auch kein Thema, nur halt Übergabe und alles. Ob er da überhaupt was machen soll oder ja, ob das nur alles so nicht machen soll. Nee. Also Übergabe braucht er nicht machen. Okay. Zu viele Fische in die Teich verderben die Wasser mit die Scheiße. Ja, wir müssen auch dringend irgendwie mal gucken, weil es kam uns irgendwie spanisch vor, von 19 Waffen sind auf einmal jetzt irgendwie nur noch 5 da. Wir haben aber auch nur 9 ausgegeben. Also es fehlt anscheinend irgendwie was oder ist irgendwas weggekommen. Beklaut uns einer. Ich weiß es nicht. Es ist halt, ob Steinfeld da vorher noch drin war, dann hat er aber auch nichts in die Liste eingetragen. Es ja, wobei kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er, also dass er irgendwie absichtlich aus weggekommen ist, sondern eher, dass irgendwelche Eintragungen nicht, fehlen aber, oder irgendwas. Es ist halt jetzt momentan, dadurch, dass halt sehr viele Zugriffe haben, sehr schwierig. Hola, amigo. Schönen Tag. Also das wird echt wirklich lange dauern noch. Also ich kann euch wirklich nur empfehlen, zum Gewerbeamt zu gehen und so ein Dings holen, ne? Mhm. So ein Foodtruck. No, ich frage ihn mal, ob er da Bock drauf hat. Ja, mach das mal. Da hast du wenigstens Küche, alles. Oh Gott, wo kommst du denn her? Warten. Von zu Hause. Wie ein Ninja steht er auf einmal in meinem Nacken. Also letztes Mal war ich Zahnarzt, jetzt bin ich Ninja, also da muss ich wirklich mal entscheiden. Ja, du hast dich komplett angeschlichen, ich hab dich überhaupt nicht gesehen. Ja. Ja, natürlich. Das ist Gordon der Ninja. Wie geht es euch, Amigos? Es kommt ein bisschen auf unser Gespräch an. Vorzüglich dann wahrscheinlich. Denn Gespräche mit mir sind immer eine Wohltat. Kann ich dir danach sagen? Spazieren gehen? Ja. Viel Spaß. Ein bisschen viel los hier. Ich sehe schon. Ja, wir hatten jetzt 2 Wochen nicht auf zum Thema Inlandsfolien und jetzt sind die Leute natürlich heiß, ne? Was heißt Inlandsfolien? Naja, wir haben ja einmal die Individualfolien, die ich mache, so wie mit euren Poundern und wir haben einmal das normale Foliengeschäft, ne? Das machen ja nur noch wir. Also wenn die Leute ihr Autos irgendwie bunt machen wollen mit diesen vollgefertigten Folien, weißt du? Okay. Jetzt haben wir halt 2 Wochen dicht gehabt, weil wir so viel mit diesen Inlandsfolien zu tun hatten und Individualfolien zu tun hatten und jetzt haben wir das erste Mal wieder auf. Ich glaube, weiter müssen wir nicht gehen, ne? Mit uns schon die Waden weh. Ja, du weißt, weswegen ich reden wollte. Ich bin ganz Ohr. Erzähl mir was. Also, der Bunker ist ein absolutes Goldstück. Also das ist unfassbar. Ich glaube, über die Lagerproblematik hier in diesem Staat brauchen wir uns nicht unterhalten. Und ich glaube, das, was du da hast, ist ein wahrer Glücksgriff. Da ist wirklich viel Lagerplatz drin. Aber allgemein, also so eine
jetzt ist fast Immobilie genannt, aber so eine Location ist schon sehr, sehr viel Welt wert. Aber am Ende des Tages halt verbrannt, ne? Wenn die Cops davon wissen, dann weißt du ganz genau, wenn du da irgendwas in dieser Nähe machst, dann werden die irgendwann mal eins und eins zusammenzählen können, ne? Gerade weil ich vielleicht auch ein bisschen auf dem Schirm stehe bei denen, weißt du? Ja, du solltest vielleicht in so etwas, was schon mal jemand gesehen hat, grundsätzlich keine Leute über längere Zeit gefangen halten oder so. Das Ding ist aber, dass egal was du machst mit so etwas, verbrannt ist sowas grundsätzlich nach kürzester Zeit. Wir haben den Bunker, kleiner Funfact dazu, wir haben den, also der ist fertiggestellt worden und am gleichen Tag der Fertigstellung war es so, dass bei den Cops auf dem Tisch lag, dass ein Typ zu den Bullen gegangen ist und gesagt hat, ich habe eine geheime Türe hinter einer Türe gefunden. Man muss aber auch ganz ehrlich gestehen, dass der Eingang nicht sehr defensiv gewählt ist. Ne? Naja, also ist ja schon niemand geht dahin tatsächlich. Ja, das, aber also, wenn du da rauskommst, ist es doch schon sehr freiläufig. Ne? Also, naja. Aber deswegen, wenn da niemand rauskommt, also die Leute stecken ihre Finger halt überall rein, weil sie halt Dinge suchen. Und weil sie auf der Suche sind nach irgendwelchen Sachen, die denen bei irgendwelchen anderen Sachen weiterhelfen. Das heißt, es gibt immer Leute, die überall ihre Finger reinstecken. Das heißt, wissen, dass es irgendwo potenziell etwas gibt, das wird sowieso passieren. Dementsprechend ist das nicht so schlimm. Viel wichtiger ist, wie kommt man rein? Und kommt da jeder rein? Oder kommt da eben halt nicht jeder rein? Oder kann man irgendwo potenziell was zwischenlagern, wo eben niemand Zugriff drauf hat? Grundsätzlich gebe ich dir recht. Also jetzt irgendwelche Leute dort einzusperren zum Beispiel oder so, würde sich nicht anbieten, weil irgendwann würde man im Zweifel da gucken wollen. Guck mal, weswegen ich mit dir reden wollte, ne? Dieser Bunker ist einfach viel zu wertvoll. Als dass er... Ich meine, du hast letztes Mal gesagt, so Geschäfte, eine Location, andere Geschäfte, andere Location, interessiert nicht. Aber auf der anderen Seite, das ist wirklich, wirklich Gold wert. Und eigentlich zu schade, dass das Ganze verbrannt ist. Ne? Ich habe meine ganzen Sachen, die ich baue, zum Beispiel Onyx. Oder wenn ich zum Thema Fassadengestaltung, ne, irgendwas umsetze für Kunden. Ich habe einen Architekten in Kolumbien, der mir unter die Arme greift. Mit dem arbeite ich schon seit Ewigkeiten zusammen. Der hat mir auch damals schon viele Sachen in Liberty City gebaut. Mhm. Warum nicht einen neuen Eingang machen, schaffen? Einen, der nicht so einfach entdeckt wird. Einen, wo nicht vielleicht einfach nur eine Tür ist, sondern ein bisschen komplexer. Warte mal ganz kurz, was anderes. Sag mal, Valeska, Gordon. Wer nutzt denn eigentlich die Halle gerade, die wir den Crusadern gegeben hatten? Die Crusader gibt's ja nicht mehr. Die ist immer noch in irgendeinem Besitz. Ich glaube, die ist bei John. Okay, aber John ist auch nicht mehr da, oder? Der ist wohl zwischendurch noch da gewesen. Der hat sich noch mit Daniele getroffen, hat jetzt sich irgendwie zum Urlaub oder so erstmal verabschiedet. Ist auf jeden Fall aber auch schon wieder Wochen oder Monate her. Aber ja. Ja, weil, also die haben wir den Crusader damals zur Verfügung gestellt, ne? Und wenn es die Crusader nicht mehr gibt. Ja, ja. Aber wenn es die Crusader nicht mehr gibt, ist das Ganze halt ungenutzt und keiner hat darauf Zugriff. Wir sollten die enteignen. Weil das wäre, also ja, also natürlich kann man einen neuen Eingang buddeln, aber das wäre für Gas eigentlich ja genau das Richtige, oder nicht? Vielleicht. Mach dir darum keine Sorgen um diese Lagerung. Das ist auf meiner Seite weniger ein Problem tatsächlich. Wir haben uns, nachdem wir festgestellt haben, dass die Lagerung hier eine Katastrophe ist, haben wir uns natürlich darauf eingestellt, ne? Und neue Pläne aufgestellt. Aber es geht mir um den Bunker. Also unabhängig davon, ob ich den gebrauchen kann oder nicht, sowas im Staat zu besitzen, ist wirklich, wirklich, wirklich Gold wert. Ist es, ja. Und am Ende des Tages müsste man sorgen dafür, dass die Polizei glaubwürdig weiß, dass dieser Bunker unbrauchbar ist.
Ich weiß nicht, irgendein größerer Flugzeugabsturz vielleicht. Ich meine, da ist ja eine Landebahn, ein größerer Flugzeugabsturz im Eingangsbereich, sodass der ganze vordere Tunnel zufällt. Irgendeine riesengroße Sprengung etc. pp. Und dann einfach von einer anderen Seite zu dem Hauptbunker einen neuen Tunnel buddeln, ne? Das dauert Monate. Natürlich dauert das Monate. Aber jetzt das ist nicht unmöglich. Ryan. Mhm. Er sagt, er hat keine Ahnung, wo die liegt. Die hatte auf jeden Fall mal Jose, aber ja. Der hat sie wohl abgegeben, als er in Urlaub geflogen ist. Ja, und die nutzt halt auch keine Sau mehr. Nein. Daniela selber war schon seit über einem Jahr nicht mehr drin. Hat er denn einen Schlüssel? Ah, oh, sag mal, hast du noch einen Schlüssel davon? Ne, hat er nicht mehr. Okay, danke dir. Ciao. Ich gucke gleich mal, ob ich noch einen habe. Ja, also ich finde die Idee gut tatsächlich, weil das natürlich einen potenziell verbrannten Bunker wieder zu einem nicht verbrannten Bunker machen würde. Genau, man müsste halt den Kopf... Es ist halt, aber also das Ding ist halt, dafür muss der Zweck gegeben sein. Also monatelange Arbeit in Auftrag zu geben, ist es halt nicht wert, wenn der Zweck nicht gegeben ist irgendwie, ne? Also na gut, wir, aber irgendwann wird der Zweck kommen. Wir selber haben da jetzt tatsächlich wenig Aktien drin aktuell. Ja, es ist natürlich schade für was, was verbrannt ist, irgendwie, was eigentlich derart cool ist. Aber man kann den Eingang halt auch wiederum nicht zu weit weg machen, ansonsten muss der Tunnel halt zu lang werden. Das heißt, es müsste ja schon irgendwie in der Nähe sein. Naja, blick mal Folgendes. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer wir gefahren sind, aber der Zugang ist ja schon extrem lang. Das bedeutet, der Bunker an sich liegt ja unfassbar weit weg vom Eingang. Und jetzt stell dir einfach sternförmig Tunnel in alle Richtungen vor. Hä? Die Eingänge könnten überall sein. Ich sehe das tatsächlich weniger als Problem. Dann musst du aber den Tunnel dementsprechend noch länger bauen. Das glaube ich nicht tatsächlich. Pass auf, ich würde dir gerne ein Angebot machen. Schieß los. Gib mir den Schlüssel, um da reinzugehen. Für 1 bis 2 Wochen. Ich vermesse das Ganze und gebe das mal an meinen Architekten weiter. Komplett anonym natürlich, werde ich nicht sagen, worum es geht, sondern einfach nur oberflächlich, so dass ich da was vorhabe, dass ich was bauen möchte. Und dann warten wir sein Feedback ab. Ob er sagt, es ist schaffbar, ob es machbar ist, wie lange er dafür bräuchte und was sowas kosten würde. Am Ende des Tages muss mir da nichts festsetzen. Erstmal gucken, ob es überhaupt geht. Ne? Kann auch sein, dass der sagt, Amigo, bist du loco? Was verlangst du hier von mir? Gracias. Wie gesagt, sowas hier im Staat ist, auch wenn man es jetzt vielleicht keinen Nutzen in Zukunft sieht, so, aber irgendwann wird dieser Nutzen kommen. Was geht weißt du? Und wenn du dann etwas in der Hinterhand hast, was nicht verbrannt ist, dann ist es absolut das pure Gold. Und dass es Monate dauern wird, machen wir uns nichts vor, natürlich. Dein Kontakt. Mein Architekt. Dein Architekt. Der hat mir zum Beispiel auch Onyx gebaut. Der hat dir Onyx gebaut. Nee. Frag den mal, was es mich kosten würde, einen zweiten Bunker zu eröffnen. Ja, da meinst du nicht, das würde den finanziellen Rahmen sprengen, wenn man einfach nur einen neuen Tunnel graben müsste? Vertrau mir. Nein. Ich möchte einen zweiten Bunker parallel zu diesem Bunker. Ein zweiter Bunker parallel zu diesem Bunker? Mhm. Okay. Der muss ja im Zweifel nicht ganz so tief liegen. Es gibt so viele stillgelegte Bunkereingänge, gerade im Norden. Mhm. Das Ding ist nur, die ganze Sache wird ein bisschen tricky, ne? Das wird nicht ohne, weil, guck mal, bei meinen Bauvorhaben, bei meinen Gewerben, die ich einreiche, etc. pp., da freut sich das Bauamt immer, weil die weniger zu tun haben, ne? Die bekommen komplett fertige Architekturpläne und müssen nur noch hier die Baumaßnahmen
auf dieser Insel umsetzen. Mhm. Aber ich kann ja schlecht, oder wir beide können ja schlecht zum Gewerbeamt gehen und sagen, wir müssen jetzt hier was bauen und das müsst ihr für uns umsetzen. Das wäre kontraproduktiv, weil es wäre direkt wieder verbrannt. Das bedeutet, man müsste schauen, dass man vielleicht ein paar mexikanische Arbeiter hier einschleppt, illegal, ne? Unbemerkt, die das Ganze dann anfangen langsam zu bohren, ne? Und buddeln. Naja, also es wird ja reichen, wenn es irgendjemand mit großem Gerät ist, der alleine die Bunkereingänge, also die ganzen stillgelegten Bunkereingänge im Norden, die ja bereits existieren, wenn da irgendeiner Mann ein Loch schafft reinzubohren, um zu gucken, was da eigentlich drin ist. Mhm. Und schon könnte man vielleicht unterirdischen Lagerraum benutzen, von dem bisher keiner wusste, dass er existiert. Ich habe diese Bunker oder einen von diesen Bunker auch letztens entdeckt. Hä? Aber genau das ist wieder das Problem, was du vorhin angesprochen hast. Irgendeiner ist im Wald am Pilze sammeln und steht auf einmal vor einer Tür und sagt, oh, da muss sich auf jeden Fall irgendwas hinter sein. Natürlich ist da was hinter, ansonsten wäre nicht ein riesengroßer Betonklotz mit im Wald. Aber ich rede davon, wenn man einen neuen Eingang zu deinem Bunker macht. Ja, sicher. Also ich finde, das ist merkst, ja auch überhaupt gar keine schlechte Idee. Genau, aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Sieh. Ich harte mich mal um die... Ich vermesse das Ganze mal, es wird ein bisschen dauern, du weißt selber, wie riesig das ist. Ja, sicher. Aber hör dich mal bitte parallel bei deinem Architekten um, ob man vielleicht die alten Bunker aufbohren kann. Das mache ich auch parallel. Und aber ich glaube, wir können da einen Eingang schaffen, der nicht so einfach sichtbar ist, weißt du? Das wäre gut. Kennst du das Spiel Tomb Raider? Die Kleine mit dem süßen Arsch. Die Brünette. Ja, die Brünette mit dem Schwanz, also mit dem Softschwanz. Die so ein Butler hat. Ich glaub, die immer, wenn sie gegen die Wand läuft, so, ah, macht. Ja. Ich hörte davon. Genau. Die mit diesen Pyramidenbrüsten? Die mit den Pyramidenbrüsten, genau. Genau sowas wie in diesem Spiel. Weißt du hast vielleicht auch irgendeinen Zugang, du musst vielleicht irgendeinen kleinen Hebel machen, bla bla bla. Und dann rollt sich vielleicht ein ganzer Stein zur Seite und dann kommt erst der Eingang. Weil dann hast du nicht das Problem, dass irgendwelche Pilzsammler durch Zufall irgendwelche... Muss man dann, um den Eingang zu finden, Rückwärtsrolle, Rückwärtsrolle, Vorwärtsrolle, Vorwärtsrolle, Rückwärtsrolle, Rückwärtsrolle machen? Sie. Und dann noch aber die Waffe in Holster und wieder raus. Und dann hat man auf einmal einen Revolver in der Hand. Genau. Ja, aber weißt du, was ich meine? So einen Eingang kann man auch verstecken, dass er nicht so offensichtlich ist, dass da irgendeine Tür ist. Weißt du, was ich meine? Mhm. Ein Indiana Jones fände ich viel cooler. Wenn du irgendwie den falschen Abzweig nimmst, kommt dir so eine riesige Steinkugel entgegen oder so. Sag mal, Leo, hast du einen Schlüssel für die Halle hier? Nein, nicht mehr. Ich guck mal gleich, ob ich noch einen habe, aber ich glaube auch nicht. Mal schauen. Alles klar. Gut, dann, wie gesagt, ich schau mir das mal an, es wird ein bisschen dauern. Vermisst uns mal, halt mich mal auf dem Laufenden und halt mich auch mal bezüglich der anderen Sache auf dem Laufenden. Genau, also das Ding ist halt, dass die GPS-Position sehr schwierig wird zu lokalisieren. So. Der Empfang ist da miserabel wahrscheinlich, aber wenn man so ungefähr die Position, weißt du, des Hauptbunkers herausfinden würde, dann könnte man auch dann schauen, in welche Richtung man die Eingänge rauslässt. Aber ich bin mir... Wissen wir, glaube ich, sogar. Warte mal. Valeska! Weißt du die GPS-Position des Bunkers? Ja. Haben wir damals mal geprüft. Wo liegt der? Im Gebirge, wenn du mal die Klappkarte aufmachst. Ja. Du siehst da hinten den Wald. Der auf der Karte eingezeichnet ist, ein gelbes Fähnchen unter einer roten Fähnchen. Ja. Rechts vom State. Links vom State, Entschuldigung. Ja. Da rechts davon irgendwo in der Höhe ist das. Dann hat man tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, ne? Das genau. Ist, also, jetzt überleg mal, stell dir das genau als Ort.
Und jetzt stell dir diesen Tunnel als Uhrzeiger vor. Ne? Wie lang der Tunnel ist. Ja, ja. Alter. Genau das meine ich nämlich. Und jetzt stell dir das als Uhrwerk vor und du gehst quasi einmal 24 Stunden drumherum. Überleg mal, wie viele Möglichkeiten du hättest, da neuen Eingang zu machen. Ja. Dann fass also mein, so zumindest ist da ein, eine Lüftung, wo wir wissen, dass, das da ihr, dass der dazu leitet. Ob das da die genaue GPS ist, kann ich dir nicht genau sagen. Ja, ja, ja. Ja, aber wie gesagt, das, ich würde das alles trotzdem nochmal vermischen. Ja, das also, das sind, aber, also das sind tatsächlich sehr viele, also sehr, sehr große Bereiche. Ja, wir waren ewig auf diesem Bike unterwegs. So. Wir reden da von Kilometern. Ja, ne? Also probier das mal aus, vermisst das mal und sag mal Bescheid, sobald es da irgendwas Neues gibt oder wenn du mit deinem Architekten geredet hast. Pass auf, damit ich den Architekten, wenn er mir einen zu hohen Preis nennt, vielleicht schon mal drücken könnte, ne? Dass er vielleicht komplett utopisch liegt. Was hast du, darf ich fragen, was ihr bezahlt habt, dass dieser Bunker gebaut wurde? Inklusive Hilfskräfte. Gar nichts. Gar nichts? Mhm. Okay. Gut, das ist für mich jetzt natürlich... Wir bezahlen für die meisten Sachen gar nichts. Ja, ja. Also ich meine, kennst du ja unter anderem für Pounder-Folierung. Ja, am Ende des Tages reden wir ja auch nur bei dem Architekten für die architektonische Leistung, so, ne? Wenn er das Ganze umplant. Der soll einfach einen Preis nennen und dann entsprechend... Du weißt, du musst auch schlammige Gebiete, alles Mögliche, ne? Alles bedenken. Ja, so, du willst ja auch also, nicht, dass dir auf halber Strecke irgendwas auf den Kopf regnet. Ne? Aber Geld soll am Ende nicht das Problem sein. Aber du weißt ja, ne? So, dann müssen wir irgendwie gucken, dass wir ein paar Mexikaner hier einschleusen. Auch das wäre nicht das Problem, denke ich. Fleißige sind das, Fleißige. Sag einfach Bescheid, wo wir unterstützen können. Ja, ja, wie gesagt, das ist, wird nichts von heute auf morgen, aber ich werde das Ganze mal vermessen und mich mal umhören. Das stimmt. Und auch mal schauen, wo man dann am besten rauskommt, so im gleichen Radius und wo wir dann am Ende des Tages rauskommen könnten. Ne? Mhm. Ich will aber jetzt mal ganz kurz gucken gehen, ob ich einen Schlüssel für die Halle hier habe. Alles klar. Gas, ich wünsche was. Meld dich. Adios. Die ist so cool auch eigentlich. Ja, aber die wird seit über einem Jahr, wird die nicht mehr genutzt. Dabei ist sie eigentlich insane. Schuhe kaufen. Ganz hoch auf die Garage, okay, aber vielleicht in die... Nee. Keine Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel mehr dafür. Nee, ich auch nicht. Das ist eigentlich viel zu schade dafür, dass das nicht genutzt wird. Ja, bin ich bei dir. Stimmt. Seit über einem Jahr nicht genutzt wird. Kann man Daniele fragen, ob der noch einen Schlüssel hat? Nee, der hat zu Gordon schon gesagt, dass er keinen hat. Bei Sebo? José hat mein Ruffy war gerade unterwegs. Frag mal Sebo. Ich rufe mal Ruffy an. Sebo ist, Nee, der hat keinen kennengelernt. Ja. Ruffy auch. Ich hätte den schon gesehen, aber dann habe ich mich... Ich frag ihn einfach mal, ob er irgendwen kennt, der noch einen Schlüssel hat, außer José. Jele? Weil, also... Das ist halt Waste hier, ne? Also der... Und das ist ein ziemlich gutes Lager. Ist halt schade drum, ne? Das war doch auch verbrannt, oder? Ja, das war vor 100 Jahren. Also mal verbrannt, also in Anführungsstrichen, ne? Deswegen haben ja die Crusader hier zwischendurch Madbikes gemacht gehabt. Right. Ich jetzt auch gesagt, den Laden habe ich von innen gesehen, wollen, aber was da ja abgelaufen ist, weiß ich nicht. Ja, also...
Du hast halt im Endeffekt, das ist halt das, was ich gerade zu dem Gast gesagt habe, du hast halt alles innerhalb von kürzester Zeit in Anführungsstrichen verbrannt. Ne? Das ist aber, also je mehr Möglichkeiten es halt gibt, desto mehr kommt halt irgendjemand drauf, dass genau da gerade noch irgendwas stattfindet. Und gerade wir haben ja auch die Möglichkeiten, Lieferungen zu verteilen. Ja, was du mir gezeigt hast, existiert nicht. Also, ja, was man, wie gesagt, vielleicht hattest du dir die Möglichkeiten, deinen alten Architekten... Ja, gut, aber wir müssen ja gerade mit Möglichkeiten auch potenziell planen, die existieren, also die jetzt da sind. Weil in dem Augenblick, wo eine Lieferung käme, stehen wir wieder da und wissen nicht, wohin mit der Scheiße. Also entweder Raffi oder José. Ja gut, aber José zu erreichen gerade ist... Der sitzt irgendwo auf irgendeinem Kaktus, irgendwo in Mexiko. Richtig. Und dreht sich im Kreis. Und lässt sich im Hintern prickeln. Ja, oder ansonsten mal mit dem Gewerbeamt sprechen, wo das liegt, aber vom Gewerbeamt ist auch keiner da gerade. Morgen ist Einreisetag, oder? Ja. Ja. Ich glaube ja. Mhm. Findet das sonst mal morgen, also ich werde morgen nicht da sein, aber findet doch mal beim Gewerbeamt raus, wem die Halle gerade überhaupt gehört. Vielleicht können die was sagen. Ja, die wird schon, denke ich mal, noch entweder José, also ich denke, die wird noch José gehören. Das, hey, José hatte keinen. Der hat die wohl weitergegeben. Und es ist halt die Frage, ob derjenige, dem die Halle aktuell gehört, überhaupt gerade noch da ist oder nicht. Oder ob der für ewig hin Urlaub geflogen ist oder so. Tatsächlich noch eine andere Möglichkeit, Ryan. Ich weiß nicht, ob ihr die alle auf dem Schirm habt, aber SPLS gehört noch eine Halle, die ihr erst vor kurzem enteignet habt. Welche? Die alte Autowerkstatt von MJ. Ja, Grossroad Industries. Da haben wir immer noch keinen Zugriff. Spreche ich aber morgen auch direkt an. Okay, aber die... Warte mal, die alte Grove-Halle? Nicht die alte Grove-Halle. Ja. Weil es vertut sich die... Das war Grove Street Industries, danach Benjamins. Ja, Big Benjamins eben, die meinte ich. Ja, also ja, Grove Street Industries. Ja, ja. Ist das nicht die an der Grove Street? Nein. Ja, gut. Nee, die gab's damals noch gar nicht. Okay, das heißt, die ist aber wieder in unserem Besitz. Die ist noch nicht übergeben in unserem Besitz. Die gehört uns. Okay, aber da ist auch sonst nichts anderes aktuell gerade drin. Nein. Nein. Ja, die hat auch keine Lagermöglichkeiten, ne? Man kann da ja eine Kiste reinstellen, ne? Ja, aber also das ist halt eine scheiß Autoschrauberhalle, ne? Es ist prinzipiell erstmal eine Halle. Wisst ihr, was wir uns aneignen sollten? Den Flugzeugträger. Das wäre eine gute Idee. Wie wär's, wenn wir das nicht tun, weil das doch sehr auffällig ist? Ja, aber es ist so auffällig. Könntest du mir einen Panzer besorgen? Das wäre gut, ich arbeite immer noch an einem U-Boot. So, aber ich bin jetzt weg. Ich nehme hinten auch so einen Parkwärter. Alles klar. Ja, Nico. Ja, bis übermorgen. Ja, vielleicht bis später, ansonsten bis morgen. Ja, bis morgen. Bist du krank, weil es was los? Ja, ich wundere mich auch. Nee, hab Termine. Termine? Hm. Gut, apropos Termine, sollen wir mal zum Angeladen mal guten Tag sagen gehen? Und los. Und los. Nein, ich hab noch Essen für dich. Oh, hast du auch Essen für mich? Mach kein Auge, Leo, bitte. Mach kein Auge, aber wird trotzdem nett. Danke dir, Valeska. Bis später. Später. Aber drüber. Der ist jetzt seit heute aus dem Urlaub wieder da. Ach so. Nicht, dass du dich wunderst, ne? Das ist jetzt nicht die Annahme des Anzugs, das ist einfach lediglich, ich wollte mich nur ein bisschen anpassen. Ne? Weil nicht so viel mit euch umhängt. Frage ist schon geil, Muster, oder? Weiß ich nicht. Ja, ich finde den schon geil. Weiß ich nicht, Leo. Warum? Vor allem Anzug und Cappies auch. Und Sneaker. Ja, ich finde, Sneaker zum Anzug geht ja sogar noch, aber die Mütze.
Aber ich hatte jetzt keine Zeit zum Friseur zu gehen. Soll ich dir mal zeigen, wie ich da drunter aussehe? Sieh das mal an. Ja. Dann auch lieber Cappy, oder? Weiß ich nicht. Chat, hier wird nicht über irgendwelche Calls geredet. Link, dankeschön. Sag mal vor, ich habe keine Ahnung, wo das ist. Ihr schreibt auch nicht drüber. Ruhe da. Auf den Zuschauerplätzen. Chat, das ist kein Urlaub, Mann. Das ist fucking Folter. Das ist schlimmer wie 10 Horrorgames auf einmal. Kannst du erst wissen, wenn du das ausprobiert hast. Es gibt Dinge, ne? Ich würde auch keine Schnecken essen. Gardelohn 15 verschenkte, vielen Dank. Na, wo ist dieser verfickte Angelhaken? Wollte mich verarschen. Bennett. Hallo. Ich bitte, du bist heute gar nicht da. Ja, ich hatte gedacht, ich wäre dicht in dem Flieger, aber das ist irgendwie hat sich alles wieder anders entwickelt. Was geht ab? Das grüß dich, Leo. Okay. Mal da ist der angeladen, da müssen wir dann jetzt rein. Ja, dann gehen wir mal gucken, ob der da ist. Du bist eigentlich so leise heute geworden. Wieso ich leise? Ihr kennt den, wenn ihr den seht, ja? Ich habe keine Ahnung, wie der aussieht. Ja, eigentlich bin ich nicht leise, oder? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Dann sind wir alle anderen so laut. Ja. Hier ist niemand. Hol aus. Es ist zu. Er hat geschlossen. Er ist aber da. Er ruft ihn noch. Jemand, dankeschön für deinen Prime. Nee, wir sind tatsächlich 15.000. Leck mich an den Füßen, Mann. Dann. Hätte er ja auch irgendwie am Pier gerade ein paar Fische rausziehen oder so. Wie, Chat? Handy aus, ich hab Schmerzen. Der Laden ist selten geöffnet. Ja, ich hab selten noch okay, 20 Minuten her, da ich mit dem telefoniert habe. Wie? Ich hab dir mehr gesagt, ich melde mich gleich nochmal. Auto steht auch noch hinten. Also. Ja, ja. An dem seine Karre steht hier hinterm Haus, oder was? Mhm. Na, dann würde er vielleicht tatsächlich wieder auftauchen.
Was ist denn mit dem Dude? Der will sie... Long story short, der Dude hat mit angesehen gehabt, wie ich in der Fahrschule... So, und dann sind wir zu mir gefahren an Sarus Laden und der stand da mit einem Megafon quasi und hat rumgeschrien, was ich in der Fahrschule zu Ich war dabei, ich erinnere mich. Ja. Und wir haben an dem Abend ja noch zweimal die Info von aus verschiedenen Quellen bekommen, einen Tag später auch nochmal, dass er damit zur Polizei wollte. Ob er das jetzt gemacht hat oder nicht, weiß ich halt nicht, aber er war jetzt halt eine Woche nicht also, da. Also ein ganz klarer Volltrottel. Und der will sich jetzt entschuldigen. Ja. Weil ich ihm gesagt habe, er soll das nur. Da bin ich mal sehr gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Ihm tut das übrigens auch alles sehr, sehr leid. Er wusste nicht, wer du bist, wer wir sind. KR ist noch nicht lange im Start. Ja, aber halt also die Aussage ist dumm, weil völlig egal, wer wir sind. Wenn wir irgendwer anders wären, ist das halt trotzdem eine ziemliche Scheißidee, sich mir ein Megafon an die Meeting Point zu stellen, wenn ich irgendwas mitbekomme. Das ist so korrekt. Weil jeder andere wäre dem auch am Arsch geklebt danach. Ja, das ist richtig so. Dummer Volltrottel ist das. So nämlich. Na. Hat einer einen Dietrich? Ja, klar. Klau mal dem sein Auto. Hat jemand Kabelhörer dabei? Kabelhörer nicht, aber Dietrich habe ich auch. Zwei. Nee. Doch, warte, doch, habe ich. Drei, warte. Dann mache ich das mal Ding. Das auf, ne? Wie weit ist denn die nächste Garage entfernt? Vier Garage, ja. 200 Meter. Das heißt, da könnte ich einen Bagger holen. Das ist richtig. Ja. Darum parke ich meinen R8 jetzt auch nicht aus, weil dann fährst du mit dem Bagger. Lass mal kurz was angucken. Von rechts. Ja, doch, ist gut hier. Hey Bennett. Ja. Diese, hier, Polizei, komm mal vorbei, Alarmanlagen, ja? Ja. Wurde da schon mal, also ist dir mal aufgefallen, dass ein Karakara oder so ein Ding verbaut hatte? Ich kann überhaupt nicht kommen, sie hinzulaufen. Ja, könnte. Echt, könnte? Okay. Mhm. Sehen wir da. Nein. Hm? Die hier Kammerzofe von Tascha hat gequittert. Ich glaube, die ist nicht mehr Kammerzofe. Was hat die gequittert? Lucy Tanaka. Oh ja, oh emotional, oh. Pass immer schön auf, wem du vertraust. Es gibt Menschen, die haben Zucker im Mund, aber Gift in ihrem Herzen. Ich hab Gift. Na, das hat nichts zu heißen, ne? Ich hab Gift im Mund und im Herzen. Ahoi, Nick. Tatsächlich. Ich meine, guck dir alleine ihren Ad an und also das, was die sonst so quittert, ist auch ähnlich depressiv angehaucht. Ihr wählt die Menschen in meinem Leben nicht nach. Achso, ich wähle die Menschen in meinem Leben nicht danach aus, was sie mir zu bieten haben, sondern danach, welches Gefühl sie mir geben. Das ist ja prinzipiell sogar gar nicht so viel. Schlechten Kalendersprüche, oder? Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Hä, doch! Nein, Ryan. Die Liebe deiner Frau hast du gratis bekommen. Nein, die war super teuer. Weißt du, wie viele Porsche und so ich der geschenkt habe, um die zu überzeugen? Oh Gott. Lass sie das nicht hören. Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt. Hat die mal meinen goldenen Rolls gesehen? Schwer, den zu übersehen, oder? Wichtig ist nur, dass sie dein MG nicht gesehen hat. Sind das Sprüche, die nur einer... Warte mal. Ich
Ich antworte ihr. Auf den Geld jetzt, auf den Geldquid, oder wie? Ja. Hab geantwortet. Was hast du geschrieben? Kalendersprüche von Besitzlosen. Worauf hast du geantwortet, auf ihr Quid? Mit dem Geld, aber ja. Also, musst du auf ihr Profil gehen. Offen. Ganz noch. Mach mal an den Baum. Ja, dann mach mal an und fahr den mal hinten auf den Steg und ich hol mal kurz einen Bagger. Wo ist die Garage? Warte, komm mit. Ich fahr dich schnell hin. Auf welchen Steg? Hier am Pier. Hier. Da kannst du den aber nicht. Also. Riecht den da hinten nicht runter? Rechts. Ja, doch hinten rechts kann er Gordon. Ja. Die Lücke dürfte groß genug sein. Die Paderwegs, danke schön. Jetzt nur kriegt er den. Ich weiß, das glaubt mir niemand, aber so oft werfe ich Autos nicht vom Pier. Mich? Nee. Na, ich auch nicht, nur bei Leuten, die es verdient haben. Hab gehört, da wird aber vom Staudamm geschmissen. Warum sollten wir mit deinem Geringverdiener-Auto fahren, wenn hier ein goldener Rolls steht? Weil ich dann nicht zurückkomme. Ich glaube, der ist an. Viel Sprit ist nicht mehr drin, müsste aber reichen. Wie komme ich jetzt hier wieder weg? Nein, Papier. Hä? Geh doch da den Dings hoch. Okay. Komm, wir gehen laufen, Leo. Ich habe keinen Schlüssel. Hat irgendeiner von euch einen Schlüssel für den Bagger? Nein. Ich kann mal kurz bei Eva anrufen und fragen, ob die da ist. Ja, sondern... Ja, warte mal, ich füge dir einfach hinzu. Die ist nicht da. Schlecht. Dann müssten wir den Bagger knacken. Jemand muss den Bagger knacken. Wer hat die Kabellöres? Ja, dann müsste jemand Ryan Kabellöres bringen. Na, und auch Dietrich hier. Bennett kommt. Also, wir kriegen die Tür ja auch nicht auf. Perfekt, bis gleich. Am Pier steht auch jemand. Was, wo? Hinten ein Typ, wir oder kommen was? Dann mal wieder. Irgendein Typ, ja. Ja, das ist ja egal. Dietrich habe ich aber nicht. Leo, hast du noch Dietriche? Ja, ja. Kriegst du den auf? Weiß ich nicht, ich habe noch nie nur einen Bagger geknackt, ne? Ich war in der Schaufel mit. Bennett, warum möchtest du in der Schaufel mitfahren? Darum. Du wirst dir unfassbar wehtun. Ich denke auch. Aber dann haben wir einen Schützenpanzer rein. Ja. Wieso? Bist du Schütze? Ja. Gibt nichts Besseres wie ein Schützenbagger. Sag mir was Besseres. Ein U-Boot. Oh ja. Hast du ein U-Boot? Ein Schützen-U-Boot? Noch nicht. Ich arbeite dran.
Also ich arbeite an einem 45 Meter U-Boot. Warum auch nicht? Muss der auch aufgemacht werden? Ja, ich Leo ist dabei. Hier auch gerade dabei. Aber Der hat zwei Türen. Von welcher Seite wir reinkommen, ist egal. Hauptsache, wir kriegen ihn irgendwie an, um die Karre darunter zu hebeln. Ich würde dann aber gleich gerne warten, bis der andere Typ auch da ist. Also der soll ja schon dabei zugucken, wie sein Auto fliegen geht. Sollten vielleicht doch noch eins. Ich kann das ja besorgen. Wieso? Wenn der Bagger gleich auf und an ist, ist es schwierig, den wieder aus... Also, ne? Ja, aber der Bagger hat noch genug. Achso, na dann. Eigentlich. Also, wenn der Typ jetzt nicht 100 Jahre braucht, bis er auftaucht. Und die andere Karre können wir ja sonst gleich in Position bringen, wenn die kurz davor ist, leer zu gehen. Das ist ja... Die kann ja sonst auch stehen bleiben. Ja, halb voll ist der Pickup noch, also... Ach, verdammte Scheiße. Seit wann verbauen die denn solche Qualitätsschlösser an Baggern? Ich glaube, Bagger werden ansonsten kann man auch immer noch Ziehkanister besorgen. Also ich glaube, gerade bei Baggern, also wenn die halt den ganzen Tag einfach so auf der Baustelle stehen am Wochenende oder wann auch immer. Ich lese weiter Depri-Quiz von der ohne Schuhe. Okay. Was für Depri-Quiz? Anders wie diese Kalendersprüche, die du gerade vorgelesen hast. Wenn sich 5 Stunden anfühlen wie eine, hat man sie mit der richtigen Person verbracht. Oder man war besoffen. Ja. Oder dicht. Ja. Oder was? Es ist völlig egal. Oder man hat geschlafen. Wer vor dir steht, wenn du weißt, wer hinter dir steht. Das sind Sprüche von Wandtattoos. Hat ihr auch einen Kaffeespruch oder so? Locker steht das bei der im Wohnzimmer. Deswegen postet die das auf Twitter. Die schreibt das von ihrem Wohnzimmer ab. Ich brauche keine Schuhe, die hat auch kein Wohnzimmer. Okay, möglich. Was ist eigentlich aus der Wasserannummer gestern geworden? Weiß man das? Nee, keine Ahnung. Mit den Flügeln der Zeit fliegt die Traurigkeit davon. Wunderschön. Bei ihr vergeht die Zeit wohl langsam. Perfekt ist das Leben nie, aber es gibt Menschen, die es perfekt machen. Ich muss brechen. Ein Quid ist Uwu. Davon gibt's 2. Weil man sagt ja Uwu, Uwu. Jo, ist offen, ne? Ja, wenn wir den jetzt noch eine ankriegen, wäre optimal. Dann brauchen wir doch einen Benzinkanister, ne? Wieso? Oder der ist fast leer, sagt er. Oder der schafft's bis zur Tanke. Ah, aber wir müssen ja nur... Also bis zur Tanke würde noch gehen. Oder bis hoch zum Pier. Bis hoch zum Pier reicht er schon. Ja, aber dann steht der da. Ja, ruf nochmal den Typ an, ob der da ist. Oh, läuft. So, dann fahrt die Karre mal hoch. Was kostet so ein Kanister? $60. Ah, das passt, das kriegen wir hin. Ich hol sicherheitshalber ein. Das Ding, die Tanke ist so direkt um die Ecke. Gleich. Wenn der Typ nicht da ist, müssen wir dem jetzt gleich Fotos davon machen. Bennett, wolltest du nicht in der Schaufel mitfahren? Ich habe mir gerade ein Fahrrad ausgeparkt. Da kommen wir in die Schaufel. Ja, ist bequem. Auch. Ich hock mich hier hin. Du musst langsam fahren. Ist gut. Bis jetzt alles gut. Ich bin die Schützenschaufel. Bam, 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 bam. Ganzer Dulli-Tag heute. Aua!
Geht's dir gut? Geht wieder. Lass nicht so abrupt bremsen. Ah! Ich sag doch nicht so bremsen. Ich hab nicht gebremst. Du hast die Schaufel bewegt. Dann nimm mal lieber deine Waffe in die Hand und halt dich mit der anderen Hand fest. Ja. Das wäre cool, wenn wir da 4 Leute reinstellen. Tatsächlich. Und dann machen wir so. Hallo! Können wir für die nächste Bürgermeisterwahl so Wahlkampf machen? Mit so einem Bagger? Ja. Ja, ich halt mich fest, warte. rutschig. Hier war Sand drin. Ja, geht wieder. Oh Gott, die Ampel war knapp. Ui. Ich weise darauf hin, dass vorne da Zivilisten am Mangeln sind, ne? Ja. Das ist gut. Okay. Wir sollen aufhören zu angeln, wenn der Bürgermeister in einer Schaufel kommt. Good point. Ram, sam, sam. Aua. Geht wieder. Los geht's. Hier sind Bodenwellen. Ich leg mich einfach rein. Und steh erst wieder auf, wenn wir da sind. Bennett? Ja, ich muss super. Da hin zu Marcellus, ich bin gleich wieder da. Bennett? Ja? Steh mal kurz auf. Ja, hier, hallo. Ja. Hüpf rein. Du musst auf jeden Fall zu den Medics. Ja. Oh, hui. Abrupte Richtungswechsel sind nicht gut. Ryan, hör auf! What? Ich glaube, hier ist gut, oder? Wenn du den jetzt so nah wie möglich an das Geländer ranstellst. Gott, ich hin. Macht irgendjemand Fotos, die wir dem zeigen können? Ich meine, das Ganze hier soll ja nicht umsonst sein.
damit wir ihm zeigen können, wo er sich seine Entschuldigung hinschmieren kann. Dich. Warum? Weil ich nass bin. Jetzt geht er nicht wieder rein, wenn ich jetzt das Auto da reinbagger. Ist der Typ denn da? Machen wir Fotos, Benne. Nee, deswegen machen wir Fotos jetzt davon und zeigen ihm damit, was wir von seiner Entschuldigung halten. Oh, ich glaube, ich komme ein paar Sekunden zu spät, ne? Tragisch. Gut. Schaut gut aus, ne? Das ist Naturschutz. Künstliches Korallenriff und so. Er wird sauer sein. Hoffentlich. Und deswegen haben wir es so gemacht. Wäre jetzt dumm, wenn ihm das egal wäre. Taxi! Taxi, ja, ja. Das Licht ausgegangen? Ich glaube schon, ne? Den nicht mehr. Nee, stimmt. Licht aus. Elektronik kaputt. Schade. Ach, sollte mir stinken, ne? Na dann. Der ist schon ärgerlich auch. Denke ich, können wir wieder. Den Scheiß ja wieder zur Garage kriegen. Unbekannt. Ich hab den gerade getankt. Kein Problem. Ja. Fahr weg hier! Scheiße! Oh, abgewiesen. Hallo? Was denn? Guten Abend! Ja, Butter, das geht. Also, kurz Update wegen gestern. Ja, ihr wart auf einmal nicht mehr zu erreichen. Wir hatten euch gestern mal gebraucht. Der hat nämlich einen Flieger genommen oder hat uns angerufen, hat dann noch eine dicke Fresse, war auf dem Weg, einen Flieger zu nehmen. Das heißt, ihr hättet ihn am Flughafen gestern mal abfangen können. Ja. Ja, okay, aber ja. Das Problem ist, wir haben einen Dot verfolgt von den Bullen, so ein Undercover-Auto. Ja. Und die sind mies geflüchtet. Die sind die ganze Zeit durch die ganze Stadt sind die mies geflüchtet. Wir hatten halt Bordwagen. Deswegen dachten wir, der ist da vielleicht drin, weil die einfach so, warum flüchten Bullen so? Macht keinen Sinn. Ja. Dann haben wir den halt kurz gestoppt, dann haben wir den halt bedroht mit Rotflinte, dies, das, wollten die Karre so auseinandernehmen. Ja, auf einmal kamen wirklich 30 Cops aus allen Ecken, so, ne? Und dann haben die uns halt, ja, umgetasert, so, und dann sind wir halt im Knast gelandet. War bis jetzt gerade, war ich im State, ne? Ich musste 24 Stunden Sicherheitserfahrung, das größte Herz schon wieder. Warum? Die Nummer, ne? Ja. Habt ihr irgendwie was abgenommen? Gar nichts, nur wegen Widerstand und wegen Waffenbesitz. So, wir haben dann gesagt, ja, wir wollen Gerichtsverhandlungen. Dann meinten die, ja, dann müssen wir jetzt 24 Stunden Sicherheitsverwahrung, da waren wir gerade drin. Ihr wart nur wegen Waffenbesitz 24 Stunden Sicherheitsverwahrung? Ja. Das hat gar keinen Sinn. Ja. Ja, normal. Der Kopf, dieser Justiz, das sagt einfach ja wegen Verdunklungsgefahr oder so. Der sagt, und damit wir morgen um 20 Uhr natürlich auch ganz sicher hier sind. Was ist, wir sind 20 Uhr hier und dann ist diese Justizleitung nicht da und dann sagt dieser komische Auszubildende, dass wir jetzt 3 Stunden hier noch länger drin hätten gammeln müssen bis 23.30 Uhr, damit die 24 Stunden abgelaufen sind. Und zum Glück... Verdunklungsgefahr von was denn? Ihr habt doch einfach nur mit Knarren ein Auto gestoppt. Ja, weil wir ja angeblich abhauen könnten. Ich so, Junge, bist du dumm. Ich
bin seit 5 Jahren hier, wo soll ich mich verstecken, wo soll ich abhauen? Ich bin bei jeder Gerichtsverhandlung aufgetaucht, was quatschst du für eine Scheiße? Der so, nee, machen wir so. Der war richtig, ich sag dir jetzt, wie es ist, ne, dieser Kopf hier, dieser komische Justizer. Ich hab grad noch mit dem telefoniert, der so, nee, du bleibst jetzt im Knast und so, du hast Pech und so, der ist die ganze Zeit übertrieben. Ich mach mit dem eine eigene Gerichtsverhandlung jetzt, ne, der hat richtig reingesessen, der Typ. Und ich kann Glück, dann rufe ich die Bullen an, dann war da nur dieser Priester, nur dieser Allmann-Kopf. Kommt noch so ein Rekrut in den Knast, der so, nee, ihr bleibt jetzt hier 30 Stunden drin, könnt die Wand angucken. Ich hab mich so aufgeregt, ne. Und zum Glück ist dieser Hawk aufgetaucht, dieser eine Bulle, der Marcel war. Und hat uns jetzt rausgelassen. Sonst wäre ich jetzt so immer noch im Knast und könnte 30 Stunden die Wand angucken, weil ich soll warten, bis Justizleitung aufsteht. Das will dieser Kopf viel von mir. Ich so, Junge, willst du mich verarschen? Aber die sind seit 2 Wochen nicht richtig erreichbar. Also da kannst du länger warten. Ja, natürlich, hab ich ihm auch gesagt, Junge, lad mich doch einfach vor, schreib mir eine SMS, ruf mich an, wenn Gericht ist oder Klärung, bla bla bla. Mach doch jetzt hier nicht so einen komischen Faxen. Also klingt halt auch komplett nach Schikane, weil also Verdunklungsgefahr ist halt komplett Blödsinn bei einem Justizsystem, in dem es so ist, dass egal welche Straftaten du machst, selbst wenn du Geiselnahme machst oder sonst irgendwas, du danach aus dem PD gehen kannst, weil das heißt, du kannst am Sonntag dann zum State kommen. So, macht gar keinen Sinn. Yeah. Also macht halt überhaupt gar keinen Sinn, weil dann funktioniert das ganze State-System nicht. Ja, dann habe ich dem dann erklärt, dass er mit Verdunklungsgefahr dumm ist, dann meinte, ja, wegen schwerwiegenden Fall. Ich so, was? Ich so, was für schwerwiegenden Fall, sag ich so, ne? Der so, ja, wegen, das sind schwere Waffen. Junge, das sind noch, ja, natürlich sind das krasse Waffen, aber jetzt übertreibt man nicht deine Lage. So, was habt ihr denn verloren gestern? Ja, eine Sturmsrotflinte und eine AK, ne, große. Also, es war ein bisschen teuer, wenn ich so drüber nachdenke. Aber sei's drauf. Ja, am ist Ende egal, Tages, kann ich euch neu besorgen. Ja, nee, ist doch, ach, am Ende des Tages ist jetzt, ne, sind nur Waffen, aber am Ende des Tages, also, was ich nicht verstehe, ist halt dieses hin und her, der hat die ganze Zeit irgendeine Scheiße gelabert und hat jetzt gerade eben noch am Telefon gedroht, dass er mich die ganze Zeit im Knast lassen möchte. Ich bin gerade nur mit Glück rausgekommen, ne. Deswegen, also der Typ steht auf meiner Liste, ne. Mit dem mache ich meine eigene Gerichtsverhandlung. Ja, also klingt halt auch komplett nach Schikane, also solltet ihr tatsächlich. Ja, ich bin am überlegen, den auch zu verklagen vielleicht, weil das ja eigentlich, also... Da wirst du nicht im Deit mitkommen tatsächlich gerade. Also, die Justiz... Hat Ryan Bennett mit der Schaufel umgebracht. Macht gerade, was sie will. Ey, ich habe Bennett nicht mit der Schaufel umgebracht. Warum? Oder saß der auf dem Fahrrad, was ich gerade geschoben habe? Nee, ich frage nur. Ich sehe Bennett nicht, aber du bist mit dem Bagger wieder da. Nee, ich habe den, hab den mit dem Bagger ins Wasser geworfen, weil der in der Schaufel saß. Ja. Ich habe gerade Wasan am Telefon. Die haben gestern... warte mal, ich mach dich mal auf Lautwasan. Die haben gestern... sind die für uns ja den Dings suchen gegangen? Den Rivers? Dann ist ein Fahrzeug querfeldein wohl ganze Zeit vor denen geflohen. Dann haben die das umstellt irgendwann mit Knarren. Dann haben 30 Cops zugegriffen bei denen und haben die jetzt 24 Stunden im State in Sicherheitsverwahrung gelassen. Die haben denen zwar nichts abgenommen oder sonst irgendwas, aber die Justiz war der Meinung, dass die wegen Verdunklungsgefahr 24 Stunden im State in Sicherheitsverwahrung müssten. Und, ohne Beschluss, ne? Es gab gar kein Beschluss. Wir sagen, wir wollen gerne Beschluss sehen. Nö, gibt's nicht. Hier wird jetzt einfach Knast. Ein Cop-Auto mit Waffen bedroht haben. Es ist nichts weggekommen, es wurde keiner entführt, gar nichts, sondern die Justiz war der Meinung, die müssen aufgrund von Verdunklungsgefahr 24 Stunden in State in Sicherheitsverwahrung. Was war das für ein Cop-Auto? War das so ein Anmark-Ding oder was? Ja, war so ein Undercover-Karre. Ja, wie soll man denn. Wir sollten uns dringend der Justizsituation, glaube ich, mal annehmen. Ich habe zu Wasan halt gerade auch gesagt, andere Leute nehmen Geiseln und ich weiß nicht was, bezahlen $5,000, spazieren aus dem PD raus und bekommen die Ansage, ja komm nächste Woche ins State so und wenn du nicht kannst, gehst du halt übernächste Woche dahin. Also das klingt mir doch ein bisschen nach Schikane. Das Ding ist halt, wir haben halt gesagt, wir bestehen auf Gerichtsverhandlungen, ne? Das ist halt der große Punkt, ne? Wenn du das halt sagst, dann ficken die dich halt komplett. Einfach. Aber das macht keinen Sinn. Wofür gibt's die Justiz? Das macht keinen Sinn. Nein, also zumal wenn ihr, also wenn da nichts weggekommen ist oder so, dann ist das schon eine super komische Geschichte. Ihr habt den ja, also ihr wolltet den ja tatsächlich nur ins Auto reingucken, oder nicht? Ja, normal, hab ich ja auch gesagt. Ja, aus meiner Sicht haben wir auch keine Waffen dabei gehabt. So, das haben die wurden uns untergejubelt und so, ne? Wir haben uns unsere Storys dann ausgedacht, aber am Ende des Tages. Keine Ahnung, ich check's halt auch nicht, was das soll. Das ist einfach nur richtig dumm und vor allen Dingen, der will halt nur, dass wir, der will, dass wir 24 Stunden in den Knast gehen, um mit der Justizleitung nochmal zu sprechen. Das war sein Wunsch, um 20 Uhr. Der sagt, morgen ist Termin, damit die auch nicht abhauen. Das heißt, wenn die Justizleitung euch gesagt hätte, yo, ihr bekommt 40 Monate, wärt ihr halt umsonst in Sicherheitsverwahrung gewesen. Ja, normal, ja, das war komplett dumm. Vor allem, ja, es wird ein Termin. Es wird ein Termin angesetzt für 20 Uhr, ne? Die sagen, ihr müsst 20 Uhr da sein, bla bla bla. Wir stehen auf, extra 20 Uhr sind da. Ja, ist keiner da.
nur der gleiche Justizer von gestern und der sagt dann, ihr habt ja Pech, die 24 Stunden laufen erst um 23.30 Uhr ab, könnt ihr so wie lange heißt der Typ, bleiben. Der euch da gestern abgehandelt hat? Blackfield. Der war, ich hab grad noch mal kurz Leitzelle, ich hab mit dem telefoniert, der so, du wirst noch sehen und so, hat der mir gedroht, weil ich so gesagt hab, ich war ein bisschen sauer, ich hab gesagt, du kleiner Bastard und bin so ein bisschen ausgerastet, ja. Ne? Und dann hat der so, ja okay, wenn du jetzt weiter so redest, du wirst noch sehen und so, ich nehm mein Leben auseinander, hat der gedroht. Ich so, Kollege, du willst mir drohen, du willst echt Stress mit mir? Der so, ja, wirst du sehen, bla bla bla, hat der aufgelegt. Ich sag dir, okay, ist kein Problem. Ja, also der kriegt mit mir jetzt einfach angefangen. Komplett dumm, aber gut. Kann der haben. Was sagen, wie viele seid ihr gerade? Ich bin jetzt gerade mit Sinn raus, ich muss jetzt mit meinen Leuten connecten, aber wir sind schon ein paar Leute auf jeden gut. Fall. Wir sind geht den mal entführen und holt mich mal dazu, wenn ihr den habt. Ja gut, machen wir. Alles klar, bis gleich. Gut, bis dann. Dass die immer wieder aufs Neue den Rahmen sprengen. Also, das ist so ein Joke, oder nicht? Kroll kommt hier kurz, ja. Kroll? Ja, ich krieg 9000 von dem. Wieso kriegst du 9000 von Kroll? Lange Geschichte. Also, gar nicht so lang. Hallo, er hat Jill. Gesagt, er verliert immer bei Glücksspiel. Ich habe gesagt, geh all dein Besitztum auf High-Wetten. Er hat gewonnen. Ich habe gesagt, ich krieg 50%. Also bringt er mir jetzt 50%. Er hat nicht verstanden, dass er damit nichts gewonnen hat, aber das sagen wir ihm einfach nicht. Von dem habe ich bisher nur wilde Geschichten gehört, den habe ich nie kennengelernt. Kroll, ja, der ist auch speziell. Das heißt, er hat gerade 9k gesetzt, hat 18 gewonnen und ich krieg jetzt 9. Aber ich mag den. Brüder? Kroll? Der ist mit so einem Sidekick rumgelaufen. Stefano hieß der andere. Nee, es gab mal mehrere Krolls. Es gab mal so eine ganze Kroll-Truppe auf Rollern, die. Ja, aber die Frage ist, waren die mit ihm verwandt? Oder? Ich meine ja, glaube, das ist aber auch schon lange her. Das ist jetzt auch schon 5 Jahre her oder so. Ja. Ja, ganz kurz, der versteckt sich an Scient jetzt Sonnen, weil meine Leute sind schon drauf angesetzt in der Stunde. Der versteckt sich die ganze Zeit im PD unten, ne? Die sind neuerdings im PD, die Justiz, ne? Die chillt im PD mittlerweile. Raiden weiß ich nicht, ob das klappt, sag ich dir, wie das ist. Aber wenn er sich die ganze Zeit da drin versteckt, vielleicht muss man den irgendwie rauslocken, ich weiß es nicht. Aber dass du da Bescheid weißt. Aber wir observieren das halt. Ja, alles klar. Man müsste jemand anders bezahlen, dass er das PD raidet und den da rausschmeißt. Guck mal, selbst wenn jemand anders jetzt das PD raidet, dann würde der sich ja trotzdem da drin verschanzen unten. Die schmeißen sie halt raus und die sagen, alle Zivilisten sollen das PD verlassen. Die würden den nicht rausschmeißen, safe nicht. Wenn die Geiselnehmer vom PD-Raid sagen, alle außer die Polizei soll das Gebäude verlassen. Boah, der kriegst du jetzt so spontan keinen Recht. Ich kann auch einfach ihn anrufen und sagen, hallo, ich bin der Bürgermeister, ich würde gerne mit dir über die Legalisierung von Marihuana sprechen, danach bin ich aber verbrannt. Korrekt, also das ist auch Quatsch. Wir stecken auch nochmal die Köpfe zusammen, beobachtet es mal, Wasserhahn, und wenn wir eine andere Idee haben. Vielleicht irgendwer, wenn irgendwer Fremdes, sag ich jetzt mal, irgendwie den irgendwie Justiz anruft, sagt, hier, ich brauche hier irgendwie, keine Ahnung, bist du los, irgendwas, bla bla, im Justizgebäude, dann könnte man ja natürlich kurz davor abfangen, ne? Das wäre möglich, aber ich habe da eine Idee. Ich melde mich gleich. Da soll ich einen Gast treffen. Nee, mit Kroll. Die Lösung kommt doch gerade mit einem Hut hier angelaufen. Ja. Hallo Kroll. Hallo, ich hab hier Geld dabei. Kroll. Glückwunsch zu deinem Gewinn, Kroll. Ja, ihr Gewinn, ne? Kroll. Guten Tag, der Herr. Du hast 9000, deinen kompletten Besitz gesetzt. Ja. Hast gewonnen. Hast 18 daraus gemacht und gibst ihm jetzt die Hälfte. Ja, weil er mir gesagt hat, ich soll's machen. Dann bist, dann bist du auf Ausgangszustand. Ja. Dann hast du gar nichts gewonnen. Naja, doch, ich hatte. Also das Gefühl verliere ich ja nicht, gewonnen zu haben. Gib mir die Hälfte, Kroll. Kroll, es gibt was du für mich tun könntest, wo du auf ganz entspannt 50.000 für kriegst, die du danach auf High or Low setzen kannst. Und wenn du mit den 50.000 gewinnst, darfst du die 100.000 behalten. Wirklich? Mhm. Das hört sich fantastisch an. Und ich sehe da auch keine Lücke im System. Du sollst mir die Hälfte von dem geben, Kroll. Das ist doch die Hälfte vom Gewinn. Ja, die Hälfte vom Gewinn. Ja, ist doch die Hälfte von... Nein, wenn du 9000 gesetzt hast, Kroll. Ja, ich höre nicht mehr zu. Was soll ich machen für das Geld? Suchst du immer noch deine Frau? Ja. Wenn du bei der Justiz anrufst, Herr... Ja. Wie heißt der? Blackfield? Blackfield. Blackfield. Müsste sogar der sein, der rangeht, wenn du bei der Justiz anrufst. Okay. Wie stehst du zu den Vasehans gerade? Keine Ahnung, die benutzen mich als Zielscheibe oder sowas. Okay.
Pass auf. Der Schmutzsoldat bei denen. Du rufst ihn an und erzählst ihm eine herzzerreißende Geschichte, warum du ganz dringend mit ihm reden musst, weil du davon ausgehst, dass deine Frau entführt wurde. Ja, von dem Wasserhahn. Und leuchtet. Ja, ja, okay. Dass du Hinweise darauf hast, wer deine Frau entführt haben könnte. Ja. Wenn er fragt, wer, sagst du, die Wasserhahns könnten deine Frau entführt haben und die gefangen halten. Hört sich plausibel an. Und dann versuchst du den damit zu irgendwo hinzulocken. Wo spielt eigentlich überhaupt keine Rolle? Hauptsache, der Typ kommt aus dem PD raus. Der wird dir sagen, du sollst zum PD kommen. Sagt, das geht nicht, weil die Wasserhähne dich verfolgen. Du bist an einem sicheren Ort. Nee. Dann richtet den Braten, dass die im Zweifel dem was antun, weil die doch gerade Stress haben. Ja, aber der wird ihm ins PD holen wollen. 100%. Gut, dann sag dem, du kannst nicht ins PD, weil du offene Akten hast. Du kannst dich da nicht blicken lassen. Okay. Ja, mach ich. Weil die Bullen dich suchen. Er muss das irgendwo hinkommen. Wo kann er sich im Zweifel aussuchen? Hauptsache, er kommt irgendwie zu dir. Alles klar. Wie erreicht wenn das funktioniert, 913 ist seine Telefonnummer. Ach so. Werden die nicht checken, ob der offene Akten hat, wenn er doch sowieso gerade im PD keine ist? Ahnung, aber wenn der Paranoia schiebt, also ich meine, wer könnte mehr Paranoia schieben als Kroll? Das ist richtig. Wasserhahn? Das war eine rhetorische Frage, Kroll. Ach so, okay. Es gab keinen Gewinn. Ja, dann setze ich mir ein Auto und rufe ihn jetzt an, ja. Soll ich mich dann hier melden oder was? Ruf den mal hier an. Ruf den mal jetzt an einfach und sag, er soll sonst den Treffpunkt ausmachen. Mach einen Lautsprecher bitte. Also vielleicht. Und sag ihm irgendwas komplett herzzerreißendes, dass du weißt, dass deine Frau entführt ist. Blackfield, mein Name. Wie kann ich Ihnen helfen? Wie war Ihr Name? Blackfield. Blackfield, mein Name ist Herr Kroll. Hallo, ich habe einen Tipp bekommen, dass Sie mir helfen können. Ich suche ja meine Frau, ja, die hat in Sandy Shore gewohnt. Bei ihr wurde eingebrochen. Ich glaube, dass sie entführt worden ist. Okay. Ich habe da auch jemanden Verdacht. Ja. Dann kann ich Ihnen auf jeden Fall damit helfen. Kommen Sie damit zum Police Department. Melden Sie diese Person als vermisst. Geben Sie da ab. Das habe ich doch schon. Sie sind meine letzte Hoffnung. Aber ich bin die Justiz. Ich bin nicht die Exekutive. Ja, aber die kann mir nicht helfen. Ich habe wirklich an die Polizei habe ich jegliche Hoffnung verloren. Können Sie mir da irgendwie nicht helfen? Vielleicht können Sie was in Bewegung bringen. Ich habe doch die ein oder anderen Tipps, die vielleicht an die Polizei weitergeben könnten. Ja. Komm doch einfach mal zum Police Department, da sind wir nämlich gerade. Die suchen dich, da kannst du nicht hin. Ja, das Problem ist, dass ich da gerade mit dir ein bisschen so im Clinch bin. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, wo wir uns vielleicht heimlich irgendwo treffen könnten, damit die mich nicht direkt erwischen? Nee, ist gerade leider schwierig. Warum? Weil wir viel Arbeit am Police Department gerade haben. Und weil er die Hosen voll hat. Weil wir Verbrechen oder so. Soll er einfach zum Justizgebäude kommen soll. Können wir denn beim Justizgebäude uns treffen vielleicht? Da wimmelt es nicht so vom Kopf, oder? Kann ich tatsächlich auch gerade nicht mit dienen, weil wir auch momentan mit aus dem Police Department raus operieren. Ach so, scheiße, ja, da komme ich auf jeden Fall jetzt nicht rein, weil dann bin ich gleich weg. Und ich suche meine Frau, es geht wirklich um Leben und Tod, glaube ich. Ich glaube, die Wasserhahns haben die irgendwo eingesperrt oder so. Ich kann ja mal mit der Polizei reden, wenn sie das alles schon gemeldet haben, kann ich da ja vielleicht ein bisschen Druck mit hintermachen. Okay, ja, das wird mir, glaube ich, dann erstmal helfen, ja. Wenn Sie vielleicht doch noch irgendwie heute Zeit finden, können Sie sich bei mir melden? Kann ich mal schauen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Null, oder? Nicht unbedingt. Kommt drauf an, wie der Abend noch wird. Ausgezeichnet, okay. Meine Nummer haben Sie, oder? Ja, jetzt ja. Alles klar, also mir ist es wirklich sehr wichtig. Meine Frau und ich, wissen Sie? Ja. Das ist wie Bier ohne Deckel. Also der Deckel und das Bier wird schal da drin. Wissen Sie, wie ich meine? Ich brauche wirklich den Deckel wieder. Ich werde schauen, was ich tun kann, Herr Kroll, und dann, ja, schauen wir weiter. Sehr gut. Lassen Sie mich bitte nicht im Stich. Alles ich brauche wirklich Hilfe. Schönen Tag Ihnen noch. Ja, danke. Oh, der ist ja wirklich herzlos. Der scheißt auf alles, weil er sich darin einscheißt gerade, ne? Ja. Oh, ich würde ihn ja gerne einfach rausholen, ne? Um ihm zu zeigen. Warte mal, ich rufe ganz kurz Wasser an. Du sag mal, was hast du dem Justizfifi erzählt? Was meinst du? Naja, wir haben gerade den Kroll drauf angesetzt, dass der dem eine herzzerreißende Geschichte seiner Frau erzählt, um sich irgendwie mit dem zu treffen. Der kommt partout aus dem PD nicht raus. Der verschanzt sich da drin. Ja, also ich sag mal so, ich war ja im State, ne, da hab ich ihn angerufen. Ich so, Kollege, mach die Scheiß-Tür auf vom State, ne. Der so, nö, erst um 23:30. Ich so, Junge, willst du mich verarschen, mach die Scheiß-Tür auf, sagst du, ne.
Der so, willst du Stress mit mir? Der so, ja, ist mir scheißegal so, ne, ich hab das jetzt entschieden, ich bin jetzt hier der Justiztyp so. Da hab ich halt so gesagt, aber ich wurde ja ein bisschen, ich bin ein bisschen ausgerastet, wurde auch ein bisschen lauter, ne? Sag ich, wie es ist. Da hab ich gesagt so, ja. Und, ja, ich hab, willst du Krieg mit mir, hab ich halt gesagt, gefragt, so, ne? Hast du dem gesagt, dass wenn du rauskommst, dass du dem was antun wirst? Nein, das nicht. Ich habe halt nur gesagt, Kollege... Kann er sich das denken durch das, was du gesagt hast? Ich habe halt noch gesagt, er kann sich das vielleicht denken, aber ich habe halt auch so gesagt, Kollege, wenn du so weitermachst, verlierst du noch deinen Job und so. So halt auf die Szene. Ich wollte so ein bisschen auf die, ne, dass ich den Verklag dafür Szene mache. Der verlässt auf jeden Fall das PD nicht. Also so wie das gerade klang, der war auf Lautsprecher, der wird da, auf Krampf wird er da nicht rauskommen. Ja, keine Ahnung, ja, ich hab den. Und dann ist die einzige Möglichkeit reinzugehen. Ja, eigentlich dann, ne? Grüße. Sollen wir da reingehen? Alle Tage. Wie viele sind die gerade? Wie viele seid ihr gerade? Wir sind, glaube ich, 7 Leute insgesamt. Mit Kroll 8? Also, wir könnten rein theoretisch. Also, wir haben den Helikopter in der Luft. Meine Leute sind alle so, die haben so alle Anzüge an, sind ein bisschen alle undercover, so. Die sehen aus wie irgendwelche normalen Dullis halt. Also so normale, irgendwelche Anwälte, bla. So, das heißt, die haben halt Anzüge an und sehen aus wie normale Dullis. Was ist denn spielst du mit deinem Leben gerade? Er hat auch einen Anzug. Nein. Nein, also nicht, also die haben so billige Anzüge, das wollte war mein Wort. Also deswegen sind die aus wie Dullis, diese billigen, okay. Die man da einfach, die nur ein paar tausend kosten. Mhm. So. Okay. Also nicht diese, ne? Deswegen, ja, die, ne? Da habe ich mich versprochen. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja genau, also deswegen, die könnten halt einfach da rein stolzieren mäßig so. Und dann rein theoretisch könnte man da schon die Leitstelle und so das PD kurz übernehmen. Aber die Bullen, also alleine gestern und auch die letzten Tage, ne, die haben halt, die sind alle dick bewaffnet. Ja, das Ding ist aber, selbst wenn du da reingehst und das PD einnimmst, hast du halt trotzdem das Problem, dass du da so einfach nicht rauskommst mit dem anderen Typen. Sobald du das verlässt mit dem Typen, hängen die ja trotzdem alle am Arsch. Ja, das müsste halt schnell gehen. Also das, mit einem riesen Aufriss wirst du den nicht entführen können. Ja, und selbst wenn ich den dann hab, dann wissen die Bullen Bescheid, dann richtig. Hat man die ganze Zeit Schwierigkeiten und so. Also auf Undercover-Schnapp zu machen, während der sich unten im PD verschanzt, ist super schwer möglich. Ja, ist eigentlich echt nicht möglich. Vielleicht müssen wir nochmal irgendwie, ja, wenn wir den nicht rauskriegen jetzt, keine Ahnung, was soll man machen? Also wir haben den Helikopter notfalls in der Luft, also man könnte, wenn man den hoch, also wenn man das PD einnimmt und mit dem aufs Dach geht, könnte man den dann mit dem Heli abholen lassen, aber bis dahin sind die Bullen da meistens dann nee, du musst das PD evakuieren lassen, Wasserhahn. Du musst größer denken. Ja, so eine Bombendrohung. Du baust jetzt eine Bombe. Ja. So. Wie? Du baust am besten nicht eine Bombe, du baust 4 Bomben. Ja, ja. Und dann nimmst du dir am besten Fahrzeuge. 8 Stück. Hm. Und sagst denen, in jedem zweiten ist eine Bombe. Du sagst aber nicht, in welchem. Das Ganze machst du am besten anonym. Das heißt, die werden das PD, die werden das PD evakuieren müssen, weil 4 Bomben um das PD existieren. So. Die werden brauchen, um erstmal herauszufinden, in welchem Fahrzeug eine Bombe drin ist und in welchem Fahrzeug keine Bombe drin ist. Du musst nicht mehr eine bauen. In der Zeit, also ja, du musst ja nicht mal eine bauen, bau eine Fake-Bombe, kleb ein paar Kabel an, ein Stück Plastik dran oder so und leg das in den Kofferraum, leg 2 LEDs rein oder sowas. Und einen Akku daneben. Und einen Akku daneben oder so. Und erzähl denen einfach, dass da 4 Bomben liegen und zeig denen eines dieser Fahrzeuge oder lass es offen, ruf die an, sag, yo, da liegt eine Bombe, wenn er die gesehen hat, von dem Fahrzeug weggeht, sagst du dem, das ist nicht die einzige, da stehen 8 Autos, 4 davon haben Bomben. So, du meldest dich gleich mit einer neuen Forderung und legst auf. Dann werden die das PD evakuieren. Dann stehen die alle draußen irgendwo. Da kannst du Schnapp machen bei dem Justizfifi und euer Helikopter kann den Justizfifi spotten und euch unten auf dem Boden Bescheid geben, wo ihr den einpacken könnt. In dem Trubel der Bombendrohung, während sich die Polizei beratschlagt und sich gerade ready macht, um eventuell weitere Forderungen anzunehmen, kriegen die vielleicht gar nicht mit, dass ihr den Fifi eingepackt habt. Das ist die einzige Möglichkeit, um an den ranzukommen gerade. Eigentlich ein guter Plan, ne? Kriegst du das hin? Ja, wir kriegen das schon hin. Ja,
sollten aufpassen, denke die können ich. Das unten nicht rausfahren Zeit, mit den Dienstwagen. Die und so, ne? Wir wissen nicht, wo der drin ist. Aber ich denke, das kriegen wir hin, ne? Er sollte vor allen Dingen aufpassen, dass er wir keine Terrorismusanklage deswegen aufpassen, kassiert, ne? Dass wenn die halt mit Autos abhauen, ne, dass sie den hinten, also das könnte euer Helikopter vielleicht beobachten, nicht, dass der in irgendein Auto einsteigt und dann weg ist, der Justizheini. Deswegen solltet ihr das auf jeden Fall aus der Luft beobachten. Ja, das haben wir. Wir haben da komplette Überwachung dann. Ja, okay. Ja, ich bereite mal die Karren vor. Und dann gucke ich mal nochmal. Dann schauen wir nochmal. Perfekt, alles klar. Ruf mich an. Soll ich beeilen? Ja, soll nicht seine eigenen Karren dafür nehmen. Doch, lass ihn doch die eigenen nehmen. Lass ihn doch das ist ja jetzt seine Sache. Also eine Terrorismusanklage und oder seine. Also da habe ich ja. Ich gehe dann mal weg, weil ich habe ja. Ja, aber der kann eventuell so ein Date sein, ne? Also, mit Tasche. Du hast ein Date mit Tascha. Kein Date mit Tascha. Sehr warum sicher, dass du das hier weil die gerade so Bomben baut. Tascha baut Bomben? Warte. Cole, du machst da gleich mit bei der Aktion. Dann sind die nämlich zu acht. Du baust auch Bomben. Klingt nach einem schönen Date, oder? Ja. Explosives Date, ja. Tascha telefoniert gerade. Bomben bauen, ja. Du hast den Plan gehört, Cole. Ja, ich war hier. Hast du ein Auto? Ja, das steht da. Hast du Kabel? Ah, ne, nö, ich glaube. Ich habe noch vorhin irgendjemandem Kabelöhres gegeben. Gib ihm die. Hat irgendjemand noch Kabelöhres von uns? Nee, ich habe meine. Die haben wir doch gerade verbraucht, oder nicht? Alle? Ich habe mal welche, komm mal her. Ja, aber gerade ist schwierig. Und bau damit irgendwas, was aussieht wie eine Bombe. Setz dich mit Tascha in Verbindung, ja. Treff dich mit der und euer Date ist heute Bomben bauen. Okay, also so wie mit Amahat, alles klar. Was? Weißt du, was wir zusätzlich machen sollten? Ich kurz bevor schon wieder so einen verschissenen Akku, ne? Kurz bevor die Nummer startet, sollte einer von uns ebenfalls im PD stehen und sich mit evakuieren lassen. Das war ein guter Job für den Bürgermeister. Tatsächlich. Nein. Ich habe eh noch ein Gespräch mit denen offen. By the way, ich habe mal gerade kurz ein paar Infos über diesen Blackfield eingegeben. Der hat wohl mit mehreren Gruppierungen Probleme, die den alle nicht leiden können und teilweise schon gejagt haben. Der ist ganz schlimm. Der ist ganz schlimm. Mhm. Ist der Schlimmste in der Justiz. Mal von der Zweitschlimmste. From ist der Schlimmste. Der hat wohl einen absoluten Höhenflug und wohl teilweise nicht zurecht, weil, wie gesagt, schon gejagt worden. Leo, kommst du gleich mit mir? Ja, kann ich machen. Dann gehen wir da zu zweit rein und lassen uns evakuieren. Ja. Ich sollte meinen Taser vorher wegpacken. Pff, warum? Evakuieren heißt ja nicht durchsucht werden, oder? Ja, aber wenn wir da reingehen, oder willst du nur in der Vorhalle? Nee, nur Vorhalle. Kurz bevor die starten. Was dann muss uns halt Bescheid sagen. Dann sind wir eine Minute vorher oder so, stehen wir da. Ja, wobei unten drin vielleicht gar nicht verkehrt wäre, das Gespräch mit denen zu führen. Aber wir kommen, dann nicht unten rein. Wenn, dann kommen wir zu den Commissionern ins Chiefbüro. Aber ihr würdet sehen, wo lang die den schicken. Weil die können den ja mit nach unten nehmen und unten schon in ein Auto setzen. Also vier Gifte Zaps, ja, dankeschön. Dann wissen wir vielleicht ein bisschen mehr zumindest. Amorada, dankeschön. Was so weitergeht, kann dann lieber sagen. Vielen, vielen Dank. Demon, danke für den Prime Sub. Das ist der Nummer, da sollten wir uns überhaupt nicht einmischen in irgendeiner Form. Ich würde sagen, ja, aber wir könnten auch. Halt, wenn wir da stehen, dann kriegen wir wenigstens einiges mit. Und haben gleichzeitig ein Alibi. Welche Gruppierung hat er noch ein großes Problem mit dem? Wenn ich jetzt so raten müsste. Alle Purple, also tatsächlich mehrere, also. Vielleicht versteigern wir den noch. Da kommt bestimmt was bei rum. Ich kann mal bei Renell fragen, ob die was mit dem zu tun hat. Ey, ich würde den tatsächlich nicht versteigern, das lohnt sich nicht. Also nachdem, was Henry mir da gerade gesagt hat, könnte sich das schon lohnen. Der soll halt einfach verstehen, dass er sich nicht alles erlauben kann, ne? Also gerade in so einer Nummer wie mit den Vasaans gerade. Weil wenn er das mit denen macht, macht er das mit anderen Leuten auch. Und würde das im Zweifel halt auch mit uns und mit euch machen. Der macht das auch mit der Polizei? So, dementsprechend soll er mal einfach ein bisschen seine Lage verstehen und dass das im Zweifel für ihn halt Konsequenzen hat, wie er sich verhält. So, das ist halt das Wichtige. Deswegen ist halt ganz gut, wenn die Vasaans den einpacken. Ob wir jetzt unbedingt daran beteiligt sind oder nicht, also die sollen sich zwar melden und ich würde tatsächlich einmal gerne mit ihm reden, wenn die den aber erst, keine Ahnung, irgendwann kriegen, ist mir da auch egal, wenn ich nicht mit dem rede. Hauptsache, der checkt, dass sein Handeln Konsequenzen hat. Das ist übrigens derjenige, der eigenständig ziemlich viel Arbeit in die Ermittlung gegen Valeska steckt. Das ist auch sein Fall. Ja. Hm.
Augenblick, ganz kurz SMS. Jemand was zu essen und zu trinken, dann muss ich zur Sache. Ja, komm her. Verkauft ihr da, Chat? Was ist bei euch? Was wird hier verkauft? Hier wird gar nichts mehr verkauft. Ihr spart jetzt alle euer Geld und kauft euch dann ein Ketchup. Ja, mal gucken. Fakt ist, dass sie auf jeden Fall Schiss haben, wenn sie aktuell aus dem PD raus operieren, obwohl sie ja ein riesen eigenes Gebäude haben. Das ist aber schon zu meiner Zeit so gewesen, dass die umgezogen sind. Ah, die sind auch richtig umgezogen, ja? Das ist ja, die arbeiten jetzt da, damit sie nicht immer sagen können, ja, wir sind gleich da, ja, wenn wir abhandeln müssen. Wir brauchen dann 3 Stunden, um anzukommen. Um die Prozesse zu beschleunigen. Wären sie mal in dem neuen PD geblieben. Ja, also absolute Vollidioten. Weiß ich nicht. Dass man dachte, dass man seine eigenen Büros und alles hat und jetzt da versucht, sich irgendwo einzumieten, gefühlt. Weil ich weiß, ich kenne das PD jetzt nicht von innen groß, aber habt ihr da groß Büros für die? Ja, obere Etage ist komplett unbenutzt. Ja gut, ist ja fraglich, ob das klappt oder ob der, also ob die Wahrsagen in der Lage sind, eine Bombendrohung umzusetzen. Ne? Das ist halt, ich weiß nicht. Aui, danke für 29. Ja, die Drohung bestimmt, aber ob die wahrgenommen wird und für voll genommen wird, ist halt die Frage, ne? Ah, ja. Ja, die müssen halt anonym drohen, die dürfen nicht als Wasserkippe drohen. Ja, ja. Wenn sie nicht anonym drohen, dann... Aber wenn die denn... Ja, und dann ist halt die Frage, wenn das geklappt hat und die alle draußen stehen, ob die den da überhaupt wegbekommen oder ob der halt von 20 Bullen umzingelt ist. Also eigentlich ist der Plan ziemlich zum Scheitern verurteilt. Er ist ziemlich, ziemlich, ziemlich zum Scheitern verurteilt. Ich glaube, also zum 95% klappt er nicht. Aber es ist das Einzige, was man probieren kann gerade. Na gut, das Ding ist halt auch, dass Kroll gerade jetzt angerufen hat und mit einem Gespräch, dass er ihn auf Krampf da raus haben will eigentlich. Ja. Also der wird den Braten ja auch irgendwo riechen. Zuerst bedrohen die Wasserhahns den, dann der Anruf von Kroll, dann die Bombendrohung. Das heißt, der wird sich verstecken. Ja, oder zumindest, unter Schutz der Polizei stellen. Ja. Bei der letzten Bombendrohung ist das SWAT ausgerückt. Die werden den unten in der Garage in irgendeine Karre packen, am besten mit dunklen Scheiben, und rausfahren. Ich denke auch. Würde ich zumindest so machen. Wäre halt am sinnvollsten. Ja, und dann ist die Frage, ob man überhaupt rankommt. Aber ist eure Sache. Werde ich nicht mehr mitkriegen. Ich fahre jetzt nach Hause. Ich gehe jetzt schlafen. Falls ihr den Don noch kriegt, sagt ihr mal bitte einen lieben Gruß von mir. Er soll nicht denken, dass er sich alles erlauben kann als Justiz. Sollen wir den Schädel eindrücken oder irgendwas? Nee, ist mir egal. Lass die Wasserhans das machen. Bestell nur einen lieben Gruß und dass er sich nicht alles erlauben kann. Das wird er aber, also okay. Selbst wenn wir da nicht mehr dran beteiligt sind, wird er das vielleicht hinterfragen, ob seine Herangehensweise so die richtige ist, wenn er von den Wasserhans gleich mal richtig in die Mangel genommen wird für die Nummer. Wenn die uns fragen, was die mit dem machen sollen, sagen wir viel Spaß, oder wie? Ja, ja. Also die haben ja ihr eigenes Hühnchen mit dem zu rupfen. Die wollten ihn ja sowieso, unabhängig von uns, wollten die den ja einpacken. Ja, ja, ich verstehe, was du meinst. Okay. So, dann fahre ich nämlich nach Hause. Ich wünsche dir was. Bis übermorgen. Morgen bin ich nicht da. Gute Nacht. Gute Nacht. Ja, weil das dauert jetzt noch Stunden, Chat. Und ich bin halt 6,5 Stunden gleich live. Ich habe heute noch nichts gegessen. Nicht mal zum Frühstück. Das heißt, ich werde jetzt gleich mal was essen. Frühstücken. Da muss ich noch einiges für morgen vorbereiten. Denn morgen ist ab 21 Uhr der große Special Horror Stream. Ich weiß nicht genau, was da passiert. Also ich habe ungefähr eine Idee. Also ich meine, ich habe das Setup halt auch gebaut für unseren Horrorraum, der halt damit auch eingeführt wird, quasi. Das wird aber noch ein bisschen umgebaut. Ich habe, also,
Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt. Also morgen 21 Uhr. Ich weiß nicht, wann der Stream angeht morgen. Ob schon 20, 20:30, 21, auf jeden Fall irgendwie sowas. Haltet auf jeden Fall mal ein Auge drauf. Und dann ja, ist das der Plan für morgen. Am Donnerstag dann, also übermorgen, wird es so sein, dass ich so spät wie möglich live komme. Also lol, ich schlafe so lange wie möglich. Also ich werde da trotzdem wahrscheinlich so 16... Ja, nein, doch, ich werde auf jeden Fall um 16 Uhr live sein. Denn am Donnerstag ist unser Malle-Rückflug. Ich sammle euch alle wieder ein. Wir fliegen Donnerstag 16 bis 18 Uhr von Malle. Fliege ich euch alle wieder zurück nach Zürich. Ab 18 Uhr gehen wir ins RP. Lassen uns mit Butters updaten, was die Nummer mit der Justiz gebracht hat. Wird dann am Donnerstag ein bisschen längerer RP-Abend, weil wir RP wahrscheinlich so bis 4, also bis 0 Uhr oder bis 1 Uhr spielen werden, weil wir am Donnerstag, also in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, darauf warten und deswegen versuche ich so lange wie möglich zu schlafen, wir darauf warten, dass D4 released wird. Und dann gehen wir die ganze Nacht hoffentlich gemeinsam rein in den Aal und gründen erstmal eine dicke Gilde. Und dann sind wir quasi 3 Tage wach. Also dann sind wir Freitag, Samstag, also wir gehen volle Suppe rein in den Aal. Du bist ein Aal. Du bist ein Aal.